Sanfte Hügel und malerische Dörfer. Wir sind im Bad Bergzaberner Land. Am Rand der Hart liegt Pleißweiler Oberhofen. Hier wie in der ganzen Region prägen Weinbau und Tourismus das Leben. Unter dem Motto Harmonie für Geschmack und Ohr gestaltet das Weingut Ulrich regelmäßig Pfälzer Abende. Es werden Weine präsentiert. Ein Portugieser Weißherbst, frisch, fruchtig, halbtrocken ausgebaut. Zur Weinprobe gibt es traditionelle Gerichte wie Schmalzbrote und Rebknorzenspieße mit Zwiebelgemüse. Dazu singen Evi Ulrich Friedrich und Roland Noll Pfälzer Lieder. Evi Ulrich Friedrich singt nicht nur für ihr Leben gern, sie ist auch mit Leib und Seele Winzerin. Vor 20 Jahren übernahm sie als erste Frau in der Familie die Leitung des Weinguts. Sie ist mit Wein aufgewachsen und ganz der Vater Winzerin aus Leidenschaft. Mehr Pfalz geht nicht. Wir bitten die Winzermeisterin, uns ihr Lieblingsplätzl vorzustellen. Mein Name ist Evi Ulrich Friedrich und das ist mein Lieblingsplätzl. Also mein Lieblingsplatz ist es, weil es so naturbelassen ist und weil Weinberge, das ist auch, was ich am meisten liebe. Und das gemischt mit Wald und Wiesen ist für mich unheimlich idyllisch. Und vor allem die Erinnerung an meine Jugendzeit, weil wir waren immer eine Clique und wir sind immer als Clique hier hochgefahren, den Nonnenbusch. Und dann haben wir Fehde gemacht und kein Mensch haben wir gestört. Und das sind einfach tolle Erinnerungen für mich. Und wenn ich sonntags mittags mal so richtig abspannen möchte und mal nichts höre und nichts sehen will, und dann laufe ich mit meinem Mann durch den Nonnenbusch und genieße die Ruhe, die man also hier absolut finden kann. Stimmt, man hört fast nichts. Ja, man hört fast nichts, bis auf einige Leute, die im Weinberg arbeiten. Das gehört aber definitiv für die Lage hier dazu. Und Vögel, manchmal auch die Biene. Hier am Waldesrand sind dann oft so Bienenstämme, die man dann hört. Also man hat also diese richtigen Geräusche, die einfach in die Natur gehören. Und keine Autos und nichts, was irgendwie stören mag. Also was ganz toll war in diesem Frühjahr, war diese Blüte der Kirschen. Die haben also in voller Pracht geblüht, wie man das nicht jedes Jahr sehen kann. Aber durch das frühe warme Wetter, das halt lang angehalten hat, da die Kirschblüte, war die wirklich in voller Pracht. Das war ganz toll in diesem Jahr. Ja, die Musik.
Ja, also wir legen dann schon drauf Wert, dass unsere Böden einfach gut versorgt sind. Deswegen pflanzen wir jedes Jahr oder wir sehen jedes Jahr eine Mischung von verschiedenen Kleesorten ein. Das ist sehr gut für die Bodenstruktur. Kann man auch mulchen oder rummachen, damit eben diese organische Düngung für den Boden da ist. Und es ist einfach eine tolle Sache. Sie sehen, wie super die gesund und schön glänzend überhaupt die Traube und die Blätter aussehen. Also das ist für jeden Winzer absolute Freude. Also Musik oder Singen war schon immer meine Leidenschaft. Das habe ich wohl von meinem Vater geerbt. Und meine Mutter singt auch, hat Gitarre gespielt früher, hat die Pfälzermundart schon immer gepflegt. Und vor 20 Jahren rum hat sie mich mal gefragt, wie es aussieht, ob das nicht auch was für mich wäre. Und dann habe ich gesagt, doch, das könnte ich schon mal probieren. Und ich liebe die Pfälzermundart und ich finde, es passt alles Besseres in der Region wie Pfälzermundart mit Wein und gutem Essen. Was braucht man mehr? Tracht, mein liebes Herze, deck schön zu dein Berze, wann's nicht willst pariere, du dann halt verfriere, mach dein Guckelchen zu. Schlurf, mein Herzel, du. Und Nacht, mein liebes Herzel, lass noch schneller Ferzel, dass man nicht kriegst reise und ins Bett schleise. Mach dein Guckelchen zu, schlurf.